Liebe Glückssuchende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe bei Hoch 2 TV in der Serie Glückstraining. Etwas vom Besten, was der Psychologie meiner Meinung nach jemals passiert ist, ist, dass die Psychologieprofessoren Peterson und Seligman im Jahre 2004 ein Buch mit dem Titel Charakterstärken und Tugenden veröffentlicht haben. Dabei handelt es sich um ein Klassifikationssystem von Charakterstärken, also von positiv bewerteten Persönlichkeitseigenschaften, welches ergänzend zu den Klassifikationssystemen psychischer Störungen ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen des Glückstrainings, das ich heute vorstellen möchte, zur Kultivierung Ihrer persönlichen Charakterstärken, können Sie folgendermaßen vorgehen. Sie finden auf der Internetseite charakterstärken.org einen Fragebogen, den Sie ausfüllen können zur Ermittlung Ihrer Charakterstärken. Nun ist es so, es sind insgesamt 24 Charakterstärken und wenn Sie diesen Fragebogen ausgefüllt haben, dann erhalten Sie eine persönliche Rangliste Ihrer Charakterstärken. Konzentrieren Sie sich dann für die Übung, die ich so gleich vorstellen werde, auf die 5 Charakterstärken auf den ersten 5 Rängen. Das sind Ihre sogenannten Signaturstärken. Wenn Sie sich für diese Übungen interessieren, können Sie einfach an jedem von 5 Tagen eine dieser sogenannten Signaturcharakterstärken herausnehmen und versuchen, diese auf eine neue, innovative Art und Weise anzuwenden, wie Sie dies noch nie gemacht haben zuvor. Also zu diesen Charakterstärken gehören zum Beispiel Kreativität, Führungsvermögen, Spiritualität, Schönheitssinn, Teamfähigkeit und so weiter und so fort. Wie gesagt, es sind 24 Charakterstärken, also es ist eine relativ breite Palette. Und bei dieser Übung, eben wie gesagt, konzentrieren Sie sich auf die 5 Charakterstärken, die bei Ihnen zu oberst sind in der Rangliste und versuchen Sie, die eben auf eine neue und innovative Art und Weise und jeweils eine an einem von 5 folgenden Tagen anzuwenden. Das kann zum Beispiel bedeuten, wenn Sie Humor weit oben haben in dieser Rangliste, da können Sie versuchen, den Humor vielleicht mal, ja, vielleicht sind Sie sehr humorvoll im privaten Umfeld, aber am Arbeitsplatz weniger, dann können Sie versuchen, dort mal etwas speziell Humorvolles von sich zu geben. Oder Sie könnten, wenn Sie zum Beispiel sehen, Kreativität ist bei Ihnen weit oben, dann könnten Sie vielleicht mal versuchen, wieder etwas zu basteln, weil Ihnen ein Sinn kommt. Ich habe doch früher, als ich noch jung war, sehr gerne gebastelt und solche Dinge. Also Sie sehen, die Palette an Möglichkeiten ist hier sehr breit, aber es ist hier sicher auch so, dass Sie davon profitieren können, wenn Sie von Grund auf eben einigermaßen schon kreativ sind, weil es eben darum geht, die Charakterstärken auf eine neue, innovative Art und Weise anzuwenden. Falls Sie mögen, beziehungsweise falls es für Sie okay ist, können Sie uns gerne in den Kommentaren mitteilen, welches Ihre persönlichen Charakterstärken sind, die da in den obersten 5 Rängen fungieren in dieser Rangliste und was Sie beim Absolvieren dieses Trainings für Erfahrungen gemacht haben. Damit verabschiede ich mich und freue mich, Sie bald wieder zu sehen, wenn es heißt Glückstraining bei Hoch 2 TV.